Ja, was haben wir denn jetzt noch? Was für eine Höhle? Herz der Finsternis. Höhle, ist es. Nee, ist noch nicht spät genug. Herz der Finsternis. Gläubige! Wir haben euch kürzlich Karten zukommen lassen, auf denen die Brutplätze der Schattenjäger verzeichnet sind. Ihr müsst noch eine Position hinzufügen. Die Höhle an den Klippen in der Nähe des Altars. Die Höhle ist das nächste und neueste Nest und darum auch das gefährlichste. Haltet euch um jeden Preis davon fern. Also gehen wir dahin, oder? Zerstören Sie das Schattenjägernest. Scheiße. Ich wollte eigentlich nicht bei Tag, aber gut. Oh, ist doch ganz schönes Stückchen. Da unten, okay. Dann wollen wir mal. Ist halt wirklich sehr ungelenkig, muss ich sagen. Ist da was kaputt? Da ist was kaputt. Deshalb. Vielleicht ist es deshalb so ungelenkig. Muss man komplett austauschen. Okay. Das Nest hier? Nee, das ist ein anderes. Noch weiter. Und die, oh Gott, die Nester, die keine Quest haben, die machen wir natürlich auch noch weg. Ja. Ich denke, das machen wir dann im nächsten Film. Da gehen wir auf Nesterjagd, dann gehen wir auf vielleicht ja, die Rennstrecken und so ein Zeug. Heute wollte ich mal erstmal so die richtigen Nebenquests mal angucken. Moment, das war so ein Militär-Dingsbums. Gibt's doch mal was Gutes. Genau die Kiste meinte ich. Ja, damit. Bremsteil Stufe 3. Ritter. Noch irgendwas? Erst noch was. Was ist das? Was ist das? Militärausrüstungen? Neuer Ort auf der Karte markiert. Aha. Irgend so eine Militärausrüstungsstätte, die wir noch nicht hatten. Keine Ahnung wo. Bin hier noch gerade reingegangen.
Eine genauere Map-Bereichsübersicht. Dachte, der hat mir einfach nur so einen Außenposten hinzugefügt. Irgend so eine Beute oder Außenposten. Irgendwo, weiß der Geier wo. So ein Ding hier, weißt du, wo jetzt dann dastehen würde, unbekannter Ort und jetzt steht halt da militärischer Außenposten. Weil hier war ich noch nicht. Wie man sieht, es müsste eigentlich ein unbekannter Ort sein. Und stattdessen hat es mir das markiert als militärischer Außenposten. Ich denke, das war jetzt gerade der Effekt. Genau. Unbekannte Orte haben jetzt eine Beschreibung bekommen. Soll ich jetzt tauchen oder was? Soll ich hier tauchen? Alter. Aber wo? Warte mal, muss wieder hoch. Ist nicht ganz gerafft, wo es da reingeht. Nochmal kurz Luft holen. Und dann machen wir nochmal. Die betreten das Nest. Aber wo geht's Luft? Ja. Oder? Hier ist Luft. Gott sei Dank. Ja. Und macht natürlich echt super viel Sinn, ne? Hier bei Tag reinzukommen. Ich freue mich schon wieder. Warum machen wir so einen Scheiß immer bei Tag? In den bekämpfen. Ah, fuck. Und da lang? Naja. Aber die können nicht schwimmen, ne? Können nicht schwimmen, soweit ich weiß. Also wenn der jetzt hier reinspringt, ist er tot. Er sieht uns sogar nicht mal. Warum auch immer.
Karten sind scheiße. Alter, stopp doch mal! Gerade keine gute Position, in der ich mich hier rein manipuliert habe. So, irgendwie das andere machen. Oh, komm, wirklich? Was will der jetzt machen? Der kann ja nicht schwimmen, ne? Also, können nicht schwimmen. Trotzdem können sie spucken. Fuck, Alter. Die haben mich. Kill mich jetzt. So eine bekloppte Stelle. Überhaupt immer wieder Viecher rauskommen. Ich finde, wenn man so diese eine Brutstelle weggemacht hat, dann sollte in dem Bereich einfach nichts mehr spawnen, damit man da in Ruhe durchgehen kann. Trotzdem taucht da immer wieder was auf. Guck, einen gekillt und der nächste ist direkt rausgekommen. Warum? Ich finde, die sollten einfach nicht spawnen, weil ich das schon geklärt habe. Ja, aber ich habe diese Brutstätte weggemacht und in dem Bereich sollten jetzt keine mehr auftauchen, damit ich hier eine Ruhezone habe. Das ist meine Argumentation gerade. Dass ich jetzt hier meine Ruhezone habe. Das wird mir aber nicht gewährt. Hey, der ist genau dort gespawnt. Hast du es nicht gesehen? Ich habe einen getötet und aus dem Schlitz darunter ist direkt einer rausgekommen. Quasi gespawnt. Und wenn ich jetzt hier lang komme. Ich kann da gar nicht aus dem Wasser aus schießen, ne? Ah, so könnte ich vielleicht. Ich bitte, du brauchst es mir nicht erklären. Ich frage nicht, wie es funktioniert. Ich äußere meine Meinung dazu, wie ich es besser fände. Das ist eine Meinung, mehr ist das nicht. Du versuchst mir zu erklären, dass ich falsch liege. Ich liege nicht falsch, ich äußere eine Meinung. Oder dass ich es nicht verstehe oder so. Ich sage, ich fände es besser, wenn jetzt in dem Bereich nichts mehr spawnen würde. Damit es ein bisschen leichter gemacht wird. Weißt du? Das ist meine einzige Aussage. Ich weiß, dass die weiter spawnen. Und ich sage, ich fände es besser, wenn es nicht so wäre.
Ich bin absolut ruhig. Ich habe meine Stimme keine Millisekunde erhöht. Ich bin frustriert. Weil ich einfach nur sage, ich fände es besser, wenn es so und so wäre. Und dann wird mir gesagt, na, es ist aber so und so. Ich weiß, wie es ist. Ich weiß, wie es ist. Nee, ich weiß nicht. Ich fände das cool. Das hätte dann so ein bisschen was von reinschleichen, diese eine Station ausschalten, dann von da aus zur nächsten Station schleichen. Und ab und zu, wenn ich es brauche, kann ich zurückrennen und weiß ich nicht, ich hab's da zumindest ein bisschen sicherer, weil sie wirklich direkt auftauchen, weißt du? Ich fände es einfach angenehmer. Natürlich wäre es leichter. Ich sag ja, ich will, dass es leichter ist. Ich möchte ja, dass es leichter ist. Ich glaube, es ist nur noch eine Brutstätte da und trotzdem rennen noch so viele Viecher rum. Das finde ich halt ein bisschen blöd. Wo ist die letzte Brutstätte? Das ist die große Preisfrage. Wo ist die letzte Brutstätte? Da bin ich reingekommen, ne? Da lang. Wahrscheinlich irgendwo hier hinten, ne? Komm da erstmal hin. Die ganze Zeit tauchen hier Viecher auf. Da sind zwei, da hinten ist einer. Übertrieben, ey. Ich weiß halt nicht, wie ich weiter reingehen soll, wenn an jeder Ecke was auftaucht. Da soll ich mich einfach durchkämpfen. Auch brutal, sich einfach durchzumetzeln. Geht. Es kommen jetzt, glaube ich, nicht mehr so viele. Vielleicht wird ja auch die Anzahl der Spawns reduziert, wenn man anfängt, Brutstätten zu killen. Ich weiß nicht genau, ob es reduziert wird. Gerade wirkt es recht ruhig hier. Ernsthaft? Da hinten ist die letzte, glaube ich. Ich glaube, da hinten ist die letzte. Sei denn, hier rechts ist auch noch mal einer. Könnte auch sein. Dass da noch mal was drin ist. Nope. Hier ist nichts mehr. Erledigt. Ist hier ein Ausgang? Guck mal, hier ist ein Ausgang. Wo sind wir jetzt? Aha, okay. Und gab es dafür jetzt nicht mal eine Questbelohnung oder wie? Das war doch jetzt theoretisch. War das eine Quest? Ich habe sie abgeschlossen und steht nicht mal da, gehe dorthin, um eine Belohnung zu bekommen. Ha! Flugzeug. Nicht mal eine Belohnung bekommen.
ein bisschen ansehen vielleicht. Da müssen wir jetzt wieder hochfahren, ne? Den ganzen Weg. Eine Quest war das, glaube ich, noch. Irgendwas mit einer Höhle wieder. Das Lustige war ja, also da war eine Quest mit einer Höhle und ich habe gesagt, nee, jetzt tagsüber mache ich die nicht. Dann machen wir die Quest daneben und bumm, was war die Quest daneben? Auch eine Höhle. Auch eine Höhle. Ja, EP und Ansehen wahrscheinlich, na klar. Aber ich habe jetzt natürlich von einer richtigen Belohnung gesprochen. Von einer Person hingehen, die sagt, hey, danke schön, hier hast du ein Item oder hier hast du das und das. Von so einer Belohnung habe ich natürlich gesprochen. Hört mich jemand? Ich bin ganz allein auf meinem Hochsitz und unter mir ist eine Horde Infizierter. Ich werde es nicht schaffen. Oh fuck, dieses grüne Zeug. Die Fässer, ey, sind widerlich. Mann! Die Blockaden, ich sehe die manchmal viel zu spät. Die Höhle. Wollen wir die gleich mitnehmen, wenn wir schon eh hier sind? Wo ist der Eingang dazu, ist die Frage. Da ist ein großer Eingang. Sogar Seile nach unten. Noch mehr Seile. Hast du mal The Forest gespielt? Erinnert mich immer so sehr an die Höhlen dort. Ich frag mich, Forest 2, The Sons of the Forest, sich das lohnt. Hab das nur damals, als es rauskam, so ganz kurz mal bei ein paar anderen Leuten reingeschaut. Fand es jetzt nicht so faszinierend. Und hab's mir dann halt selber nie geholt. Frage ist halt, würde sich das lohnen? Sollte ich mir das vielleicht nochmal holen? Weiß es nicht. Hat das hier irgendjemand mal gespielt? The Forest 1 und dann später The Sons of the Forest. Und wenn ja, dann die Frage, ist die Fortsetzung gut oder lohnt die sich nicht?
du immer noch? Wo denn der jetzt her? Jetzt erschreckt, der kam einfach so da hochgeklettert. Kam ja einfach so da hochgeklettert. Ich habe mit Schalldämpfer geschossen. Hätte eigentlich keinen Grund haben sollen, da hochzukommen. Sind das viele, alter Schwede. Guck mal, wie viele da drum wuseln. Weit weg die Dinger. Ne, lange noch nicht nachgespawnt ist. Die spawnen eigentlich gar nicht so schnell. Ich habe das auch in der Erinnerung, dass die viel schneller nachgespawnt sind früher. Entweder habe ich es einfach falsch in Erinnerung, weil es damals gruseliger war für mich. Oder die haben vielleicht auch die Spawnrate ein bisschen verlangsamt. Kannst quasi reingehen und dich durchballern. Das ist schon krass. Ich weiß nicht, ob das früher auch so einfach ging. Ist der letzte. Wo ist die letzte Brutstätte? Schon clear? Warum spawnen die da noch? Wie ist schon clear? Die spawnen doch aber noch. Oder sind das bloß noch die, die vorher gespawnt sind? Stimmt, es ist weiß geworden, es müsste orange sein, ne? Ist das tatsächlich schon clear? Tatsächlich schon clear? Ist ja geil. Ja, durchgekämpft. Ja, das waren die Überlebenden. Ich dachte halt, weil da immer noch Viecher waren,
dass die immer noch spawnen. Cool. Das Auto steht da drüben. Oh, können wir auf den Van springen, oder? Ja. Oh, da ist da hinten. Super. Haben wir den gleich noch mitgemacht? Der lag ja auf dem Weg. Lange braucht die Waffe zu wechseln. Ich dachte, ich mache mal was Cooles. Und hau den mit dem Enterhaken ein bisschen an. Dann hat er mich doch erwischt. Komme ich denn jetzt da hoch? Wie komme ich denn jetzt zu meinem Auto, Leute? So ein Mist. Das ist die Höhle, in der ich gerade drin war. Ah, jetzt geht's. Ach komm. Bei einem Nest im Loot der Brutstätten fast immer ein König war. Oh, ich habe die gar nicht gelootet, ne? Aber ich habe auch, ich habe ja auch heute Nachmittag schon irgendwie zwei Nester oder sowas gekriegt. Und da habe ich gelootet. Und ganz ehrlich, da war nichts Gutes in den Brutstätten drin. Muss das ein ganz bestimmtes Nest sein? Oder hatte ich bloß einfach super Pech? Geht's nicht zurück. Ist mir jetzt nicht so wichtig, aber meinst du jetzt so allgemein in fast jedem Nest oder meinst du ein ganz bestimmtes? Wie gesagt, ich habe davor schon zwei geklärt. Heute Nachmittag. Und da war einfach nur Scheiße in den Brutstätten drin. Ach, nur bei einem Nest, okay. So, das Auto erstmal ranholen. Und das wird jetzt wahrscheinlich die letzte Quest für heute Abend. Ich gehe erstmal Munition holen. Und dann gehen wir uns nochmal diese komische Höhle angucken, die da in der Quest steht. Nee. So.